Jawohl, Freunde, gestern hat es Sheriff bekannt gegeben, Coins garantiert oder wie ihr es nennt, neue Promo heißt Food Fantasy. Wenn ich da nur an letztes Jahr denke, wie viele Münzen wir damit gemacht haben, freue ich mich schon mal mega drauf. Wir schauen uns außerdem in diesem Video hier meine komplette überteuert verkauften Liste an und sonst habe ich auch noch den einen oder anderen Punkt dabei, der euch womöglich ja mit ziemlicher Sicherheit sehr viele Coins bringen wird. Servus, Grüezi und Hallo zu einem weiteren Video dann. Und gestern haben wir das erste Mal seit 4 Wochen die 100 Likes nicht geschafft. Habe ich euch nicht überzeugt? Kann ich mitleben, werde ich dieses Video noch mehr pushen, damit ich das Like von euch wieder verdiene. Danke trotzdem für diesen krassen Support zum gestrigen Video und auch für das heutige Video. Food Fantasy, Sheriff hat es angekündigt. Gestern Abend kam ja, wie soll ich das jetzt formulieren? Es wurde gerecycelt von EA, bevor gar nichts in die Packs kommt, haben sie uns zumindest diese Karten hier reingeschmissen. Finde ich gut, ist okay, kann ich mitleben. Es stellt sich einmal vor, Worst Case wäre gewesen, die Promo wäre ausgefallen und dann hätten wir auch noch nichts in den Packs gehabt. Aber was ist da passiert, seit das gestern natürlich in Packs ist? Es gibt sehr viele Upgrade-Picks, Packs und so. Und der Markt ist in bestimmten Teilen komplett eingebrochen. Wir schauen uns jetzt gleich meine UV-Liste komplett an. Keine Sorge, aber ich möchte noch meinen Inform Invest. Ich stecke aktuell mit 9,2 Millionen in Informs drin. Habe aber auch noch Informs unter 83, die sind nicht erfasst. Gestern stand hier bei Gewinn auf Footbin 1,6 Millionen. Heute steht hier nur noch 326.000. Das ist bei mir so. Ich muss noch länger warten. Ich hätte gehofft, dass man vielleicht jetzt mal die Tage raus kann. Aber ich werde hier erst rausgehen, wenn hier 5 Millionen steht. Das ist mein Plan. Ob es realisierbar ist? Ich habe die Geduld. EA muss den Content liefern. Das wird zum einen unsere Invests befördern, aber auch, ja, die UV-Listen natürlich wieder pushen. 83er sind jetzt wieder ein bisschen günstiger, 82er auch. 84er, hier zwei Freunde, wer die 84er nicht mehr nachgekauft hat, jetzt holt euch die Top-Seller wieder drauf. 84er Liste findet ihr hier auf meinem Kanal. 85er bis 12k kann man die spielbar mitnehmen. 86er sowieso, vor allem so Karten wie Sterling, Mares unbedingt auf die Liste. 87er, 88er, 89er, 90er, CR7, Van Dijk für 54k. Unglaubliche Preise. Das ist womöglich jetzt die beste Gelegenheit, sich das alles nochmal einzupacken. Ich mache das hier mal weg, sonst habt ihr wieder keinen Fokus für mich. Ich für meinen Teil würde euch empfehlen, immer UV und Invest zu kombinieren. Wenn ihr euch eine UV-Liste bauen wollt, ihr könnt euch natürlich jetzt gleich meine nachbauen oder ihr baut euch wirklich die Karten mit Rating und sobald dann guter SPC-Content kommt, werden eure Karten rausgehen, weil der Markt steigt oder ihr habt stündlich die Möglichkeit bei UV das zu verkaufen. Hier aktuelle Informs, unglaubliche Preise, 16k Medina, Bruno Fernandes 59k, Reus, also ihr könnt euch jede Karte schon mal einmal in den Verein packen, hier von den unteren und für die UV-Liste Medina, Reinildo, Reus, ich habe mal heute auch einen Bruno mit drauf genommen, Bradshaw in Clubstock, Luis Rocha Clubstock und jetzt möchte ich noch eine Karte zeigen, die hat es wirklich in sich. Wenn jemand jetzt noch nicht all in ist und hat noch ein paar Coins und möchte auch noch in Informs mit einsteigen, 14.000, 15.000 Luis Alberto. 86er Inform, unglaublich. Er hat zum einen Rating, 86er Rating und zum anderen ist der Inform spanische Nation. Also wenn ihr all in schieben wollt, würde ich womöglich da reingehen, ja. Also das ist so, wir haben das immer mittwochs in den Streams, sprechen das immer ausführlich durch mit Inform Invest. Wer noch in Informs drin ist, Freunde, bitte bleibt noch geduldig, werdet mir nicht ungeduldig. Ihr habt es auch gesehen, die Karten, die seit gestern zu ziehen sind, haben einige Drops bekommen, was natürlich für uns jetzt ein Ding ist, muss auf die UV-Liste, werde ich euch jetzt gleich im Detail zeigen. Luke Shaw ist seit gestern mein Deal des Tages, das hat mir sehr, sehr gut getan und ja, die Liste ist komplett gebaut, gehen wir gleich durch. Wir haben noch Player Pick bekommen von der MLS, ein Brasilianer und Hani Mukhtar, das ist nice to have, wird geladen, das ist nice to have, aber ich, ja, Was soll ich da, wie sage ich das jetzt positiv? Ich meine, ich sage es jetzt mal so. Hani Mukhtar, die Karte kann man mitnehmen, ist ein Bockding, okay? Hat 5-Star Wigfoot, das Konzept ist ganz geil, damit kann ich umgehen. Ja, 90 Pace, 94 Agility, aber
Ah, also wer Bock hat, gönnt sich. Wenn ich mich entscheiden müsste bei den beiden Karten, dann würde ich wahrscheinlich diesen Thiago Martins mitnehmen, weil der halt cool ist. Dann kann man in den Verteidigern Brasilianer, habt ihr so alle im Verein drin, hat 77 Composure halt nur. Das ist der Nachteil an der Karte. Ja, da hätten sie halt auch mal gönnen können. Ich meine, das ist der Grund für die UV-Liste ist, dass die Community halt auch Gründe braucht, Anreize braucht zu zocken, sich Teams zu bauen. Und wenn dann EA solche Karten bringt, warum soll man dann ja groß die Konsole starten? Ne? Also sie verlangen da schon einiges von uns, da die Dinge abzuspielen. Und ich bin froh, mit der Weekend League durch zu sein. Werde die beiden Karten nicht mitnehmen. Wenn ihr Bock habt, drauf. Cool. Showdown, Sebalios, Molina würde ich eher Molina nehmen. Sebalios ist mir von der Stärke her nicht gut genug. Und jetzt in die UV-Liste rein, okay? Luke Shaw, Deal des Tages, 84,5 raus, habe ich auch wieder nachgekauft. Kriegst du für 55k. Bastoni ist wieder zu ziehen. Sehr, sehr krass gesunken für 16k. Unbedingt drauf. Cancelo hat eine neue Karte. Rechtsverteidiger mit einem Shadow bitte auf die Liste. Ja, Bayern-Karte, die seltene Rashford, der tägliche Rashford. Session ist seit gestern auch zu ziehen, rauf auf die Liste. Mavdidi, hier haben wir wieder beim Thema Inform mit gutem Rating, spielbar, absolut zu empfehlen, genauso wie Fagiolo. Lamela ist eine Live-Karte, die wird, wenn die Spiele sind, natürlich wieder nach oben gehen zum Spieltag hin. Miranda hat doch noch sein +2 Upgrade bekommen, bleibt bei mir auf der Liste, habe ich eingekauft gehabt für 35k. Ja. Und biete den an für 84 Zahlen, die er zum Marktwert. Will den nicht so günstig raushauen. Mahrez sowieso Vorland. Ich gehe jetzt erstmal ein bisschen durch. Torres, die Karten wie Torres, der könnte noch ein bisschen günstiger. Wenn die Karte vom Rating her immer ein bisschen weg ist vom Futterpreis, dann könnte sie immer noch ein bisschen fallen. Aber so haben wir heute Morgen alle Preise angepasst. Ihr seht hier, auf was ich achte, auf Chemistry Styles, auf Positions. Ein Anthony habe ich mitgenommen, der kostet 80k. Der könnte natürlich auch noch günstiger werden. Der ist gestern einfach mal um fast 150k gedroppt. Unfassbar, was das ausmacht. Ein paar Karten habe ich auch zweimal drauf, wie Milner oder Medina. Da versuche ich dann eine krassere Preisgestaltung und eine normale Preisgestaltung 5K-Deal. Sissoko, Freunde. Sissoko, ZM mit Shadow. Wenn der sich jetzt verkauft, bin ich wieder plus minus null. Der hat mir mal Minus gemacht durch seinen Drop. Jetzt erholt er sich Stück für Stück wieder, wäre der dritte Verkauf. Und so, das habt ihr, wenn ihr auf YouTube am Start seid, habt ihr das dann immer relativ schön miterleben können. Und das ist immer ein gutes Ding, dass man sich auch mal von den Listenleichen halt trennt, dass man die Preise zum Marktwert macht. Und das, ja, sollte für jeden immer so im Hinterkopf sein, wenn ich die Karte zu lange mitschleppe und ich verkaufe sie nicht, sie fällt, hätte ich wahrscheinlich mit einem günstigeren Preis den Marktwert wieder locker, mit dem Marktwert wieder locker heringehabt, diese Coins, die ich da investiert habe. Gut, 84 habe ich gesagt, habe die spielbar und 84er Sancho fehlt jetzt noch, den habe ich leider nicht günstig gesniped bekommen, unbedingt mit draufnehmen. Anthony ist ein Fehler von mir, der soll aus Rechtsmittelfeld mit dem Hunter drauf. Die Ligt habe ich nicht verstanden. Der kann jetzt auf einmal linker Verteidiger. Weiß ich nicht wieso. EA, hä? Das war aber einer der Top-Seller der letzten Wochen von mir. Und habe ich ja nun nicht mehr nachgekauft, weil er zu teuer geworden ist. Daher gerne auf die Liste mit drauf. Ich habe den zweimal drauf. Einmal als Innenverteidiger für 43,57 Position gechanged. Und einmal linker Verteidiger mit Shadow für 53. Coman nachgekauft. Brahim ist auch zu ziehen für 15k. Terrier ging heute raus, Damsgaard ging raus. Dann hier habe ich wieder ein paar 86er mitgenommen, wie Mahrez etc. Hier ist der zweite Delikt. Dann Shaw, jetzt zahlen wir 75 zu 57. Reus teste ich mal aus. Kehrer habe ich heute verkauft. De Jong, Vinicius, die ganzen klassischen Karten und hier natürlich die schöne Preisgestaltung. Die Ligt, Zahlendreher und Second Inform, sein First Inform kann man mit draufnehmen. Schaut euch gerne die Liste nochmal komplett an. Sollten keine Fragen offen sein. Ich hoffe, diese Liste hilft uns wieder, dass wir an die Totti-Zahlen rankommen. Aktuell muss man mit 100.000 am Tag mega zufrieden sein. Wenn es 50.000 sind, auch super okay. Aber unsere Zeit wird kommen, bin ich sicher. Wir werden nicht aufgeben. Ich werde hier weiter durchziehen. Gerne noch das gestrige Video auschecken. Und ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende. Morgen kein Stream und kein YouTube-Video. Morgen mal Pause. Morgen ist Family Time. Wünsche euch auch einen schönen Sonntag. Nächstes Video dann ab Montag. Stream auch am Montag. Peace out.